Hallo und willkommen wieder zurück hier bei Fantasie. Fantasie ist bereit. Jawohl. Okay, nicht so wohl. Ach komm. Ach du Scheiße. Wer kauft das überhaupt, will ich wissen? Hat doch noch gar nicht einer gekauft. Sport, Simulation. Mann! Warum das hier wegmachen? Sport, Club. Der heißt so. Wünsch dir. Sportclub wünscht dir was? In ein Wort. 2D-Grafik. Wir sind jetzt schon im roten Bereich. Das ist natürlich schön jetzt. Was? Das kaufen sogar welche der Fantasie? Ja gut. Sag ich mal nicht zu. Also ich hätte es nicht gekauft. Wir müssen unbedingt Militär erforschen. Das ist das nächste Thema. Du sollst keine Bugs reinmachen, du sollst das Spiel designen und so. Grafik ist wichtig, Sound ist eigentlich nicht so wichtig, so ist okay. Wow, neues beste Spiel. Geil. Gucken, wie schlecht das wird. Oh, ich sage, Simulation gehen immer. Ist das vielleicht der große Durchbruch? Nee. Nicht schlecht. Okay, ist echt gut. Piraten. I have erforscht the Piraten. The tallest Haustier. El Casatiere. Haustiere. Das soll der Hardware. Die haben ja gerade geschrieben, das wird der Hardware. Das wird das Hardware-Gerät schlechthin. Da haben die sich getäuscht. Der PC wird nämlich deutlich besser werden. Tja, Kollegen, das kann man ja nicht wissen. Ne? Oh Gott, das Spiel ist nicht schlecht. Sportclub wünscht dir was. Respekt. Kann ich schon trainieren? Nee, ne? Thema. Virtuelles Haustier. Virtuelles Haustier Simulation. Hundi. Die Ziege als Hund verkleidet. Dead. Oh Gott, wenn ich das Spiel in echt sehen würde, ich würde sofort kaufen. Nur aus Prinzip schon. 2D-Grafik natürlich. Oh, es klingelt. Ich müde mich mal kurz. Einfach klingeln lassen. Okay, ich gehe mal kurz gucken.
So, weiter geht's, da bin ich wieder. Dialoge. Machen wir mal ein bisschen hoch. Level Design ist eher unwichtig. Wobei. Kinder wird das jetzt nicht so interessieren. Bei Erwachsenen, die das kaufen, vielleicht. Okay, ich spiel nicht mit Lenkrad spielen, das wäre witzig. Sound ist unwichtig. Spielewelt-Design ist wichtig. Da mögen auch Kinder gerne hingucken. Die möchten, glaube ich, lieber Grafik als Sound. Was soll denn in einer Bussimulation oder Flugzeugsimulation? Da sollte der Sound schon passend sein. Ich möchte wieder, dass ich Flugzeugsimulation am Anfang auswählen kann. Kann ich wieder Absturz, den Flugsimulator herstellen? Herstellen? Nee, ich kann ihn. Wie nennt man das denn? Erforsche doch mal ein neues Thema namens Schule. Oh Gott, das will doch keiner spielen. Obwohl doch für Kinder. Eine Schulsimulation, da würden die sich freuen. Ich trinke mal mein Kakaochen, meine frische Schokomilch. Was steht geschrieben? Köstlich und cremig. Mhm. Auftragsarbeiten. Das sollte ich gerade noch hinkriegen. Ja. Sollte gehen. Gott. Schaffe ich das? Ja, ne? Ja. Genau, noch in letzter Sekunde. Was? Okay, ich hab's doch nicht geschafft. Obwohl das eigentlich in letzter Sekunde noch ging. Was können wir denn schon machen? Nichts. Doch, ich kann noch ein neues Thema erforschen. Auftrag. Nee, Forschung. Es kann ja wohl nicht sein, wann kommt denn Militär? Wahrscheinlich ist das ganz unten. Aber ich brauche Militärspiele, weil die machen Geld. Dann habe ich eine Idee. Mache jetzt erstmal ein neues Spiel. Und zwar machen wir Tanz und Casual wäre eigentlich ganz gut. Egal, wir machen Simulation. Auf den G64 und nennen das der Tanzbär. Tanzbär 1. Ich glaube, das wird ein ziemlich gutes Spiel. Okay, neue Plattform. Okay, Dialoge brauche ich nicht. Level Design, ja. Nee, Dialoge braucht man wirklich nicht. Eigentlich hätte ich das nur auf künstliche Intelligenz legen sollen, den Schwerpunkt. Grafik ist nicht wichtig, Sound ist viel wichtiger, Spielewelt Design scheiß doch drauf. So, okay, noch zwei Bugs raushauen eben und dann ist das Spiel auch fertig. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord, oder? Ja. Einerseits ja. Okay, Spiel veröffentlichen. Überall Levelaufstieg, sehr, sehr schön, das gefällt mir.
Jawohl, eine A7, eine 8. Ich dachte, das wäre jetzt besser. Jawohl, noch eine 8. Okay, ist alles gut genug geworden. Kann ja nichts sagen. Mach mal eine Forschung. Krankenhaus. Mann, ich habe so viele Themen, aber ich finde immer noch nicht das Richtige. Das ist ja furchtbar. Ja. Spielerbericht. Können ja ein paar Spielerberichte machen, so kriegen wir auch gut Forschung. Und so wissen wir, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Okay, großartige Kombination. Spielebericht. So, die Folge geht noch ungefähr 5 Minuten, dann ist sie vorbei. Ich habe mir jetzt hier meine Uhr hingestellt an meiner Tastatur. Ich kann mir da nämlich so eine Uhr einstellen, weil ich habe da so eine kleine, so ein LCD-Display meiner Tastatur. Da kann ich ja mir halt eine Uhr anzeigen lassen. Und so sehe ich dann immer, wenn die Folge vorbei ist. Weil da gucke ich eher auf meine als auf meine großen Tastatur. Als auf meine großen Uhr. Das ist eigentlich ganz praktisch. Habe ich vorher noch nicht gemacht. Ich dachte mal, die wäre unnötig. Wobei die doch dann eigentlich ganz gut ist. So, komm, 30 Forschungspunkte noch. Komm, zwei noch. Ja, perfekt. Jetzt können wir gleich erforschen dreimal. Forschung, neues Thema, Kampfsport. Los, schnell. Forschung, neues Thema, Gesetz. Oh Mann. Okay, komm, mach fertig. 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 Forschung, neues Thema. Leben, Wirtschaft. Wer braucht denn Leben als Thema? Was soll denn der Scheiß? Ist das schlimmer als eine Krankenhaussimulation? Oh Mann, zumindest eine Flugsimulation, irgendwas Cooles. Oder eine Bussimulation, irgendeine LKW-Simulation. Ich will irgendwas Cooles erforschen. Neues Spiel, Thema. Ich habe auch einen Mod reingemacht, dass man auch Forschungspunkte bekommt beim Spiel entwickeln. Ich glaube, das hat man vorher nicht, oder? Auf jeden Fall bei irgendwas bekommt man nur Forschung, habe ich eingestellt als Mod. Machen wir doch mal Kranken, obwohl Game Dev. Und wir nennen das Kame. Es gibt jetzt bestimmt einen Erfolg. Ich wette, ich bekomme jetzt einen Erfolg, wenn ich das eingib. Das wäre witzig. Komm, schade, kein Erfolg. Das wäre aber witzig, wenn man jetzt bei Game Dev Tycoon Erfolg bekommen würde. Engine ist wichtig, Story und Quest zum Teil. Ja gut. Story ist überhaupt nicht wichtig, aber Quests. Kann man sagen. Weil du brauchst ja eine Quest, um dieses Spiel zu spielen. Naja. Künstliche Intelligenz. Ja, natürlich ist eigentlich eher unwichtig hier. Aber egal. Wir machen das mal so. Dialoge. Ach, lassen wir so. Game Dev Tycoon. Sound ist wichtig. Grafik ist wichtig. Spielewelt. Die Design. Dit
Ich mag die Musik ja bei diesem Spiel. Forschung, Zielgruppe. Oh, oh. Nacht. Komm, lass mir nochmal einen Bonus für den Namen bekommen. Komm, jetzt sehr guter Name. Schade. Schade, dass die Entwickler nicht sowas eingebaut haben. Das ist ziemlich witzig. Ha! Entwickelt das Spiel innerhalb des Spiels. Ach so, guck, siehst du, das hat doch einen Erfolg bekommen. Inception. Jawohl. Ich habe einfach nur... Geil, das hat gut gemacht, lieber Entwickler. Das finde ich cool. Die haben tatsächlich einen Erfolg reingemacht. Inception. Man soll das Spiel innerhalb des Spiels entwickeln. Finde ich nice gemacht. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr, sehr geil. Super geil. Okay, wir schaffen ungefähr in 5 Wochen nicht mal die Auftragsarbeit, weil er sich den Kopf kratzen muss. Hör doch mal auf, dir den Kopf zu kratzen, du Penner. Schnelle Arbeit. Hätte schneller gehen können, wenn ich ehrlich bin. Was, jetzt wurde er schon vom Markt genommen? Ist ja low. Ich würde gerne auf einer Messe mitmachen. Messer. Okay, wir machen was für Kinder. Schulspiel. Schule-Simulation auf dem... Ich weiß, dass Simulationen für den PC gut sind. So machen wir das auch. Probieren wir das auch mal, oder? Es ist. Ne, machen wir es jetzt auf dem PC, auch wenn das nicht so gut läuft. Wir nennen das Spiel, was kann ich schon? Halt für Leute, die bald in die Schule kommen, können die mal testen, was sie schon so können in der Schule. Das ist doch schön. Hätte man, ja gut, das hätte man aber wirklich jetzt als textbasiert machen können. Aber wobei, für Kinder. Sorry, Quest ein bisschen höher. Die Engine ist eigentlich auch unwichtig bei sowas, aber naja. In dem Fall ist auch die künstliche Intelligenz unwichtiger. Aber egal. Hallo. Nicht Kopf kratzen, arbeiten. Von dieser kratze ich eine Woche den Kopf. Finde ich immer wieder witzig. Okay, Spielewelt-Design runter. Grafik ist gut. Bam, bam, bam. Jawohl, eine neue Plattform, Master V von Vena. Cool, neuer Rekord. Nice. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, ich sag es euch. 10. Jawohl. Ne, eine 9, schade. Und eine 10. Jawohl. Eine 9. 10. Komm, eine 10 ist aber noch drin. Eine 8, eine 10, sagte ich. Naja. Mach mal eine Forschung. Eigene Spielengine. Ja. Ich will erstmal. Ja, gut, Spielengine. Scheiße, erstmal drauf. Ist erstmal unwichtig. Noch tut das nicht Not. Okay. Ja, liebe Leute, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ja, und dann ciao und bis zum nächsten Mal.